Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der MZ Kickshow. Der SSV Jahn Regensburg taumelt in der zweiten Fußball-Bundesliga dem Abstieg entgegen. Zuletzt gab es eine schon fast peinliche 1:4 Heimniederlage gegen den FSV Frankfurt. Es reicht einfach nicht für die zweite Liga. Ein Grund, warum man so schlecht dasteht, sind sicherlich auch die großen Verletzungssorgen. Pressesprecher Till Müller, wie sieht es denn im Moment aus im Jahn-Krankenlager? Ja, Armin, das ist richtig. Momentan haben wir wirklich ein großes Verletzungspech. Neu oder zurück ins Training zurückkehren werden Kalinios, Amatschaibu, Dennis Weidlich und zum Glück auch wieder Koke, die jetzt im Laufe dieser Woche zurück ins Training gekehrt sind oder noch kehren werden. Längerfristig ausfallen werden definitiv Rahn, Wiesmeier, Djuricin seit dem Spiel jetzt mit einem Muskelfaserriss und jetzt ganz neu hat sich gestern auch noch Corey Altinay im Training verletzt, der wahrscheinlich jetzt auch am Wochenende nicht dabei sein wird. Ja, und dann haben wir natürlich noch unsere Langzeitverletzten mit Jonathan Kotzke und Thomas Kurz. Ja, und natürlich unser Capitano André Laurito, der auch noch länger ausfallen wird. Kapitän André Laurito hat ja eine besonders schwere Gesichtsverletzung erlitten. Wie geht's ihm denn und wann kann er denn wieder eingreifen? Ja, ich habe vorhin noch mit ihm sprechen können. Er hat die Operation sehr gut überstanden. Der Eingriff ist alles gut verheilt, ist alles abgeschwollen, sodass er jetzt im Laufe dieser Woche ins Lauftraining einsteigen kann. Bis er dann natürlich wirklich ins Mannschaftstraining wieder einsteigen kann, wird es noch länger dauern und da macht es jetzt auch keinen Sinn zu spekulieren oder ihn unter Druck zu setzen. Dankeschön, Jahn-Pressesprecher Till Müller. Der Jahn spielt am Sonntag beim SC Paderborn und nach diesem Spiel will Trainer Franz Muda auch erklären, ob er Interesse hat, den Jahn auch in der dritten Liga zu coachen. Die Trainerfrage stellt sich beim Fußballregionalligisten SV Seligenporten nicht. Carsten Wettberg wird die Mannschaft bis zum Ende der Saison trainieren. Dann übernimmt der bisherige Co-Trainer Florian Schlicker. Herr Schlicker, da treten Sie aber in große Fußstapfen. Ja, also letztendlich ist es natürlich schon so, dass es riesige Fußstapfen sind, in die man da tritt. Ich denke mal, der hat schon eine beispiellose Karriere als Trainer hingelegt und ich glaube, damit will man sich auch nicht wirklich messen, sondern versucht halt dann seinen eigenen Weg irgendwie zu gehen, weil ja letztendlich da sind die Fußstapfen schon riesengroß noch. Werden Sie denn selbst nochmal die Fußballschuhe schnüren oder ist die aktive Karriere endgültig beendet? Nee, also dann wird es nur noch Trainer sein. Also beende ich dann sozusagen meine aktive Karriere, sicherlich in der Regionalliga dann hoffentlich. Dankeschön, Florian Schlicker und viel Erfolg als neuer Coach des SV Seligenporten in der neuen Saison. Ein Trainer feiert jetzt schon ganz große Erfolge, Wolfgang Bayer. Er ist der Trainer der U17-Juniorinnen des Sportclub Regensburg. Zuletzt hat man zwar gegen den FC Bayern München verloren, aber man ist weiterhin ganz oben. Arne Nözel hat Wolfgang Bayer besucht. Ja, Armin, ich stehe hier bei Wolfgang Bayer, dem Trainer der U17-Mannschaft des SC Regensburg. Und seine Mannschaft war bis zum Wochenende ungeschlagen, steht aber dennoch auf Platz 1 der Bayernliga. So, und ihn wollte ich jetzt fragen, was ist denn Ihr Erfolgsgeheimnis? So, hallo erst einmal. Ja, unser Erfolgsgeheimnis ist der klasse Zusammenhalt und der Spaß innerhalb der Mannschaft. Und natürlich auch ein bisschen Quäntchen Glück, dass wir in die Spiele gehabt haben, sonst würden wir nicht an der Tabellenspitze stehen. Sie haben ja am Wochenende verloren gegen den FC Bayern. Woran lag's? Ja, da hat uns eben diesmal leider das Quäntchen Glück gefehlt. Wir haben meines Erachtens noch ein hervorragendes Spiel gemacht, vor allem die zweite Halbzeit. Haben des Öfteres die Einschussmöglichkeiten gehabt, aber sind dann meistens am Torwart gescheitert. Und ja, Bayern hat dann aus dem Sonntagsschuss das 1-0 gemacht und den sind wir leider dann hinterhergerannt und konnten wir leider nicht mehr aufholen dann. Wenn man jetzt den ersten Tabellenplatz hält und bis zum Saisonende auf Platz 1 steht, Meister wird, würde ja die Bundesliga bevorstehen. Würde man den Aufstieg wahrnehmen oder wie sieht es dann aus? Also wenn wir wirklich Erster bleiben sollten, würde man die bayerische Meisterschaft mitnehmen. Den Bundesliga-Aufstieg würde man nach aktuellem Stand nicht wahrnehmen, weil einfach die Kosten zu hoch sind. Die Schiedsrichterkosten, die Fahrkosten, dann auch für die Spielerinnen entstehen enorme Kosten. Wenn man zum Beispiel bedenkt, pro Spielerin muss 150 Euro für eine ärztliche Untersuchung ausgegeben werden. Dann auch die Fahrkosten mit dazu, die weiten Reisen. Also ich glaube, das geht sehr ins Finanzielle und man darf auch nicht vergessen, die Mädchen spielen immer nur freizeitmäßig Fußball und Schule geht einfach vor. Sie sind jetzt schon das fünfte Jahr Trainer der U17-Mannschaft und da wollte ich mal fragen,
Wie sind Sie eigentlich dazu gekommen, Trainer einer Frauenfußballmannschaft zu werden? Ja, angefangen hat alles bei meinem Heimatverein, DOKS VK Berg. Da haben wir damals Mädchenmannschaften gemacht. Und ja, dann bin ich durch Zufall zum SC Regensburg rausgekommen und da hat mich der Karl Rupert einmal gefragt, ob ich nicht Interesse hätte, die Bayernliga-Mannschaft zu trainieren. Und da haben wir nicht Nein sagen trauen und habe einfach die Mannschaft gemacht, um auch mich selber sportlich einmal ein bisschen weiterhin zu bringen. Von den männlichen Kollegen wird ja Frauenfußball oft belächelt. Wie ist es in Ihrer Umgebung? Gibt es da auch so Kommentare in der Richtung? Ja, bei uns ist es leider auch so, dass Männer oft den Frauenfußball nicht so ernst nehmen. Wir laden dann alle Kollegen einmal sehr gerne zum Spiel von uns ein, sich das anzuschauen. Und man muss dann schon sagen, also wenn sie dann einmal ein Spiel gesehen haben, sie sind überrascht, mit welcher technischer Brillanz und welcher Härte, dass die Mädchen eigentlich zur Sache gehen oder die Frauen auch. Und ja, sind dann selber oft begeistert davon, was die abliefern auf dem Platz. Jawohl, dann vielen Dank. Damit gebe ich ab, zurück ins Studio zu Armin Wolf. Dankeschön, Arni Nözel. Und du bleibst ja ganz dicht dran beim Frauenfußball, denn in unserem Sidekick beschäftigen wir uns dieses Mal mit einer besonderen Torhüterin. Arni Nözel hat sie besucht. Hier in Irlastein wohnt die Familie Horvath. Zu Saisonbeginn wechselte die Tochter Chiara zur U17-Bundesligamannschaft des SV Frauen Biburg. Nicht nur für sie ein großer Schritt. Zuerst war sie in Ingolstadt in der Bezirksoberliga. Da hat es sehr gut gespielt und dann ist ja Frauen Biburg zu ihr getreten und wir haben uns dann schon Gedanken gemacht, da sie so jung ist. Aber sie hat dann einige Training mitgemacht bei Frauen Biburg und es hat ihr gut gefallen. Die Unterstützung war von ihrem Trainer da, von Hans Bader. Und wir sind wirklich stolz darauf, dass sie da in Frauen Biburg jetzt in der U17-Bundesliga spielt. Servus, grüß dich. Und wie war die Schule? Und passt? Ja, alles klar. Kaum kommt Chiara von der Schule zurück, warten auch schon die Hausaufgaben. Die 14-jährige Torfrau wollten viele große Vereine in ihren Reihen präsentieren. Doch ihr Gefühl sagte ihr schnell, was für sie die richtige Mannschaft ist. Ja, also ich habe mir beide Vereine angeschaut, war in Nürnberg, Frauen Biburg. Und man hat in Frauen Biburg halt gleich das Gefühl gehabt, dass man aufgenommen wird. Und in Nürnberg sind halt alle mehr auf Abstand gegangen und ja, haben halt abgewartet, haben geschaut, ob die was kann und so. Und ja, irgendwie ist es dann so gekommen, ja, Frauen Biburg ist das Richtige, soll ich ausprobieren. Zwischen Hausaufgaben und Training bleibt nicht viel Freizeit. Kaum angekommen, geht es daher auch schon wieder los nach Frauen Biburg. Unser letztes Spiel der Woche war die Partie aus der Fußball-Bayernliga Nord, der FC Amberg gegen den FC Schweinfurt. René Bosch war mit dabei. Schon nach 9 Minuten zeigte Peter Heyer mit dem 1:0 das angepeilte Ziel der Schweinfurter, die Rückeroberung der Tabellenführung. In der zweiten Halbzeit vor allem Amberg mit offensivem und körperbetontem Spiel. Dass dabei die Defensive nicht vernachlässigt werden darf, mussten die Amberger dann schon in der 47. Minute erkennen. Zwar war Simon Hecker bei seinem Treffer im Abseits, doch weder Schieds noch Linienrichter hatten es rechtzeitig erkannt. 2:0. In der 76. Minute dann folgende Szene. Elfmeter. Michael Plänitz verwandelt und Amberg schafft den Anschlusstreffer. 2:1. Stefan Wiechers ungeschickt im Zweikampf vor dem Tor. Als letzter Mann gibt das folgerichtig rot. In der Schlussphase wirft Amberg alles nach vorn. Selbst Torhüter Matthias Götz versucht sich in den letzten Minuten als Sturmspitze. Doch am Ergebnis ändert das nichts mehr. Endstand 2:1 für Schweinfurt. Einen längeren Ausschnitt von dieser Partie gibt's auf der mz-kick.de Seite. Wir schauen mal auf die Tabelle in der Bayernliga Nord. Auf Rang 2 der FC Schweinfurt, auf Rang 4 der FC Amberg. Unser neuer Spiel der Woche wird Ihnen präsentiert von Jürgen Scharf, MZ-Sportredakteur. Hallo Jürgen. Hallo Armin, Gruß ins Studio. Als Spiel der Woche haben wir eins aus der Kreisliga 2 Regensburg ausgesucht, in dem der TV Riedenburg den FC Jura 05 empfängt. Wir haben das Spiel ausgesucht, weil es hier um den zweiten Platz in der Kreisliga geht, den derzeit der TV Riedenburg hat. Sollte der FC Jura am Wochenende aber gewinnen, könnte wieder Morgenluft wittern.
Und deswegen glauben wir, dass am kommenden Sonntag hier richtig hoch hergehen wird. Zudem sind auch einige Tore zu erwarten, weil der TV Riedenburg bislang alleine schon 64 Dinger erzielt hat in 17 Spielen. Das sagt eigentlich alles. In diesem Sinne glauben wir, dass es ein super Spiel wird am kommenden Sonntag um 14 Uhr in Riedenburg. Es gibt zwei Karten zu gewinnen bei unserem Gewinnspiel, und zwar für das Match Jahn Regensburg gegen den FC Ingolstadt. Das ist am Freitag, den 19. April. Einsendeschluss ist der kommende Montag. Einfach eine Mail an die unten angegebene Adresse schicken und mit dem Stichwort FC Ingolstadt versehen. Ich drücke die Daumen und wünsche euch eine spannende Fußballwoche.